Jetzt ist die Bühne freigegeben für Annie Pham. Sie spricht für die Prostituierten, die gerade von den Regierungsplänen einer Registrierungspflicht bedroht sind. Und mitgelaufen ist hier im Hurenblock, der erstmals auf der Freistadt Angst stattfand, mit aufgerufen haben dazu der Berufsverband erotischer und sexueller Dienstleistungen und Hydra. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich, dass es so schnell bei euch geklappt hat mit der Mobilisierung. Und jetzt Bühne frei für Emmy Pham. Stellt euch das folgende Szenario vor. Eure Schwester arbeitet als Journalistin und verliert darum das Sorgerecht für ihre Kinder. Oder ihr Onkel empfängt gelegentlich Gäste, denen er seine Kurzgeschichten vorliest und verliert deswegen seine Wohnung. Oder die Klassenlehrerin ihrer Kinder spielt in ihrer Freizeit als Bassistin in einer Rockband und wird darum aus dem öffentlichen Schuldienst entlassen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen? Nein, es gibt keine Zentralverzeichnisse, in denen Menschen aufgrund ihrer Tätigkeit als Journalistin, Schriftsteller oder Musikerin bei den Kommunen registriert sind. Journalistinnen, Schriftstellerinnen und Musiker werden auch nicht aufgrund ihrer Tätigkeit stigmatisiert. Bei Sexarbeiterinnen ist das jedoch anders. Die Einführung des Prostitutionsgesetzes im Jahr 2002 war ein Fortschritt. Die Sexarbeit war von dem Moment an nicht mehr sittenwidrig. Sexarbeiterinnen konnten erstmals ihre Honorare einklagen und sie bekamen Zugang zu den Sozialversicherungen und hatten durch legale Arbeit bessere Arbeitsbedingungen. Bei der Stigmatisierung von Sexarbeit und Sexarbeiterinnen ist dagegen alles beim Alten. Sexworker führen in den allermeisten Fällen ein Doppelleben, damit sie selbst oder ihre Familie nicht sozial benachteiligt werden. Das wissen auch die Behörden. Zum Beispiel bei den Arbeitsagenturen empfehlen Berufsberater ehemaligen Sexarbeiterinnen, die einen anderen Beruf arbeiten wollen, in ihrem Lebenslauf zu lügen, anstatt wahrheitsgemäß ihre Sexarbeit anzugeben. Und nun plant die Große Koalition die Zwangsregistrierung für Sexarbeiterinnen. Sexarbeiterinnen sollen zwangsregistriert werden, weil sie Sexarbeiterinnen sind. Die Große Koalition möchte wissen, wo die Prostituierten sich aufhalten. Das will die Große Koalition wissen, um Sexarbeiterinnen beim Ausstieg aus der Sexarbeit zu helfen. Ob wir aussteigen wollen oder nicht. Die Große Koalition behauptet, mit der Zwangsregistrierung legale von illegaler Prostitution unterscheiden zu können. Auf diese Weise lasse sich sogenannte Zwangsprostitution aufdecken. Die Wahrheit sieht jedoch anders aus. Die Vorratsdatenspeicherung in der Sexarbeit, die Registrierung, ob unter Zwang oder freiwillig, bietet keinerlei Schutz. Die Eintragung in eine Kartei bewahrt keine Person zu keinem Zeitpunkt davor, überfallen, ausgeraubt oder Opfer von Menschenhandel zu werden. Darüber hinaus liefert die Große Koalition damit Sexarbeiterinnen vorsätzlich vermeidbaren Gefahren aus. Wenn ein Kunde von einer Sexarbeiterin in die Vorlage ihres Hurenausweises verlangen darf, werden Stalking und Nachstellung Tür und Tor geöffnet. Unser Doppelleben ist unser Schutz. Leider. Dieser Schutz wird uns genommen, unter dem Vorwand, uns zu schützen. Betroffen sind, wie üblich, diejenigen von uns, die am wenigsten Rechte und Möglichkeiten haben. Migrantische Sexarbeiterinnen und diejenigen von uns, die diesen stigmatisierten Beruf aus unterschiedlichen Gründen versteckt ausüben müssen. Und darum rufen wir euch auf. Solidarisiert euch mit uns. Erinnern wir die Politik daran, dass Sexarbeiterinnen Menschen sind, wie alle anderen auch. Solange die Grundrechte von Sexarbeiterinnen verletzt werden, wird jeder rote Regenschirm die verantwortlichen Politiker daran erinnern. Hier in Berlin, am Bundestag, Bremen, Bayern und auf der ganzen Welt. Hurenrechte sind Menschenrechte!
Auch nicht.